Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Odyssey. Wir müssen das hier nochmal machen, weil er hier, dieser auch hier, kurz vor dem Ziel einfach mal verreckt ist. Ich weiß, das ist cool. Jeder Psychopath braucht sein Spielzeug. Oh ja, besser. So, gar nicht verrückt, ich weiß. Ja, das. Ah! Okay, wir halten fest. Ich bin nicht der beste Gamer in dieser Welt. Nein, ist auch nicht, aber du es recht nicht. So, weiter geht's. Da, rein da. Rein da. Na, rein, unten rein. Nein, wenn hier irgendwas versteckt ist, dann kann es immer mehr sein. Die trotzdem unten, also ne, unten ist ja gar nicht so. Aber das haben wir ja am Anfang gesehen, ja. Was? Das war das, was wir gerade gesehen haben, von dem wir nicht wussten, ob es Mond war. Eben. Deswegen wissen wir, es ist Mond. Münzen. Ja, so rum. Töten wir es, wir müssen es töten. Wozu? Spaß. Ja, Spaß, Mann. Ja. Lass mich mal alleine. Ja? Ich kann mich wunderbar gegen diese Viecher nicht verteidigen. Dann mach mal alleine. Ich bin gespannt. Gleich wäre da. Wenn dessen du allein das machst. Und wieder so festkampf zurück, ruderst hier. Bist wieder zu hart, rest. Ja. Ich überlebe. Und ruder mal wieder zurück. So, man gleich da meldet. Im Einzelspielermodus wäre es irgendwie leichter Einzelspieler. Ja, genau. Ja. Und mit dem kannst du jederzeit hier plus. Ja, ja. Einspieler. Und danach kommt der Zweispieler. Moment. Aber der Zweispieler hat auch viele Vorteile. Auch wenn man allein in den Ich bin das Perfektum Immobile. Scheiße. Perpetuum Immobile. So. Ich wünschte, ich wäre Immobile. So. Das würde den Vorteil ab. Ich bin mal wieder gestorben. Du bist so. Jeder Psychopath braucht ein Jeder Psychopath braucht ein Spiel. Jetzt wird das hier gegessen. Pringles. Also während mein Freund hier Schleichwerbung macht, mein Freund Ken hier Schleichwerbung macht, verliere ich nochmal ein Leben, weil ist ja Tradition irgendwo. Scheiße. Okay, wir halten fest, ich bin relativ blöd. Ja, es macht mir Spaß. So. Jeder Psychopath braucht sein Spielzeug. Scheiße. Also, ich hab schon besser gefragt. Moment. So, genau. Was wollte ich jetzt eigentlich genau mit dem hier? Da bringt mir doch rein gar nichts. So, zack. Das ist doch schön. Ja, das finde ich super. Perfekt. Hier den übernehme ich mal, weil der stört dann nicht mehr. Okay, das akzeptieren wir hier. Dann klettern wir hier schnell rüber und verschwinden. Machen einen Verschwindungsbus auf. Oh, knappe Sache hier. Ganz knappe Sache. Okay, falls wir heute nicht mehr damit fertig werden sollten. Ja, obwohl wir natürlich die ganze Nacht Zeit haben, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem heute und morgen Training hier fertig. Und deswegen, scheiße. Hey, Arschloch! Was soll ich sagen? Ich bin halt allein. Ist ja dich und die Festung mit mich nicht. Hallo, mach es! Nein! Ich drück dann immer ZL aus Versehen. Und was macht man mit ZL, wenn man in einem Viech drin ist? Richtig. Und Füße ist runter. Mein Ende steht. Verlasse dich! Kleiner stacheliger Mensch. Also, nein, ich kann nicht. Ja, Füße mal her. Ich bin begeistert. Nein, was denn? Lass mich! Zuerst müssen wir heiraten, wenn ich weiß, wer das ist. Genau. Aber irgendwoher war nicht.
lassen. Zuerst müssen wir heiraten. Halt es euch nicht so viel, das war. Ich hab die Hand allein nicht in der Küche. Bin ich super. Perfekt. Ach so, das haben wir jetzt ja alles. Jeder Münzen, die man hat, hat man. Wird man auch nicht mehr los machen. Wie deine Münzen, die man hat, hat man. Alter! Ich bin David, machen Cut dann. Ja? Also, Freunde. Viel da versucht. So. Genau. So große Zahlen kennen. Ich weiß nur noch, dass ich die stacheligen Viecher nicht mehr sehen kann. Ich tue jetzt so, als hätte ich, wäre ich hier schon mehrere Stunden dabei, ja? Also, ich weiß nur noch, dass ich diese Stacheln. Ey! Ey! Freundchen! Lass mich mal! Was machst du denn? Komm mal her, ich sterbe hier! Ich jetzt mal eine Runde. Ich zeig, wie man hier richtig spielt. Es gibt Spieler 2. So. Geh einfach weiter und drücke ZL. Genau. Ja? So. Ja. Hier, ich besiege sie. Ich besiege sie. Danke. Ich bin Siegfried. Warte noch. Nicht einfach zu dir. Lass es zu dir kommen. Ja, ich hab's verstanden. Genau. Jetzt drück ZL. Jetzt durch. Jetzt möglichst schnell weg. Genau. Danke. Und jetzt einfach bis da weg. Jetzt kannst du das tun. Ja, sehr gut. Ich bin mäßig stolz auf dich. Mäßig. Ja, der geht einfach nur von dir aus so ins Wasser. Warte. Hier, so. Super. Warte mal. Hier, so. Jetzt kannst du. David, das macht Spaß. David. Yo. Yo, Mädels. Away, Mädels. Wunderbärchen. Aber jetzt gehst du noch nicht, weil ich hab jetzt das Gefühl, dass da noch was ist. Und zwar geh mal dahinter. Wo? Dahinter? Ja, und zwar puste bitte diese Treppe da von der anderen Seite an. Wieder? Ja, ich hab das Gefühl, die werden eigentlich nicht so treffen. Ach, da müssen wir oben drauf. Drück ZL, wenn ich, also geh dahin, drück ZL. Dritten. Wow. Und jetzt da drauf. Und da muss irgendwas sein. Ja, Stampfattacke. Ja, Stampfattacke. Führen Sie sofort eine Stampfattacke aus und gucken da. Was ist denn? Irgendwas ist hier. Leute. Doch, ja, jetzt halt. Nice, am Mond, sehr gut. Es war wahrscheinlich in jedem von denen ein Dings drin. Ja, ich spring runter. Absolut jedem von. Ja, lauf. Obwohl, nee, doch. Warte mal, da, doch, der ist da wieder. Okay, warte, ich komme. So, gut, rüber da. Ja, perfekt. Ohne zu verrecken. Weißt du, was passiert mir auch schon mal, ne? Das kurz vor dem Ziel einfach verrecken. Boah, wir können jetzt wieder tauschen. Bitte. Ich hab aber gesagt, ich kann das hier, ne? Ja, ich bin halt manchmal. Aber man sieht deine Versuche. Ich bin ja halt häufig relativ beschränkt. So, an der Stelle geht es häufig, ne? So, das Lotter Grand Prix, okay? Oh, da geht es jetzt ans Rennen. Das haben wir, ich glaube, letzten oder vorletzten Part gelesen. In der Einführung, dass es da ja durchaus sowas gibt. Und was das ist, schauen wir uns nun an. Exakt. Hat es ja mal interessant. Du warst an. Immer besser in Mario Kart als ich. Richtig, ich bin's immer noch. Aber hey, Mario Kart Online Part, komm mal morgen früher noch streamen. Ich hab dich, glaube ich, noch nie in Mario Kart Online gesehen. Mario Kart. Richtig. Ich werde doch immer so bleiben. Ich hab's einmal geschafft, fast einen Gleichstand zu erzielen. Ja, aber doch fast. Ja. Halleluja. Also einmal war es sogar knapp. Ja, und ja. Nach einem weiteren Spiel ist zum Beispiel FIFA. Schlussendlich ist eher älter geworden. Älter? Nein! Doch, damals, das war so. Okay, bei einem Mal vielleicht. So, hier ist ganz gesillt oder wie? Alle machen Faulenz. 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 Ey, Digga. Es fehlt ein Athlet.
Ja, den muss man suchen. Vermutlich ist er da in diesen Gang da reingegangen. Ja, wahrscheinlich. Ein Athletenkopf ist aus dem Warteraum. Warum dauert das so lange? Das konnte es mehrere Gründe haben, weshalb ein Athlet im Warteraum ist. Wir schauen nach. Frage, was ist denn das für ein Warteraum hier? Was ist das denn für ein Warteraum, bei dem man erstmal... Wird irgendeinen Sinn haben, dass hier Schnee liegt, nicht? David, wird das einen Sinn haben? Nein. Schnee muss halt immer einen Sinn haben. Nein. Du kannst doch dem Schnee sich nicht einfach seine Daseinsberechtigung... Da rein, rein! Du, aber zuerst hier Schnee. Ja, scheint echt nur Schnee zu sein. Dass die man einfach durchsehen kann. Ja, die man einfach durchsehen kann, aber der ist trotzdem extrem aus Nerven. Ja, da kann man einfach durchgehen, das geht in Real Life nicht. Ja, aber man weiß nicht, was dahinter ist. Der ist der Typ, ja. Oh oh. Der dachte, das ist ein Robben. Ich hab gedacht, das wäre ein Eisbär. Okay, nein, ich will. Der hat einen anderen Vollprofis. Da müsste ich die richtige Chance. Niemand an meine Stelle antreten würde. Dann wäre es aus dem Schneider. Ich tritt auf keine Falle, ich bewege mich keine Millimeter von hier. Okay. Es ist Obstnaus! Sorry. Es ist noch Schnaps da! Was? Ja, auch Schnaps. Da ist vermutlich, müssten wir jetzt für ihn als Athlet antreten. Ja, wir bekommen dann wieder einen Stern und müssen dann nur noch drei bekommen. Ah, das ist aber nicht gerade, ich glaube, die meinen die mit denen einfach nur rennen. Ja, ja. Oder denen von Sprinten. Ich. Ja. Hey, gib mir das. Gib mir das. I like that. No. Nee, du wirst es nicht bekommen. Oh, warte mal, das geht. Ich kann hier einfach mal meine Mütze hochwerfen. Schon dann immer? Ich mich mit dem Schatten hier runterstellen. Oh. Oder so. Ja. Eben. Ja, gut. Ich fühle mich so toll. Bist du nicht. So. Ich weiß. Wir müssen immer sorgen, dass du hier antrittst. Ja, beste Überzeugung von Tode immer. Dann. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten, dann haben wir ihn schon überzeugt. Genau. Ja, unbedingt, ne? Wahrscheinlich wird es nicht bewegen. Ja, klar, aber. Oh, das kann sehr gut sein. Ich bin wirklich in die Moment, nein, auf diesem Weg gelangen wir zurück. Also rein, ja. So. Jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? Das finden wir raus. Und da der letzte Part ja so überdimensional lang war, wird dieser Part ein bisschen kürzer sein, um das wieder auszugleichen. Nein. Also, und dementsprechend bedanke ich mich bei dem Part ganz herzlich beim Schoßhauen. Wer der Typ ist, mit dem wir da irgendwie rennen müssen, das finden wir beim nächsten Mal heraus. Mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.